So, jetzt nachdem wir gefühlt die halbe Belegschaft der Zollfeste ausradiert haben, Gott, haben wir hier Leichen hinterlassen. Aber die wollten es ja nicht anders. Gucken wir mal, was sie so dabei haben. Das Geld, was sie wahrscheinlich hier mit sich rumführen, haben sie eh nicht legal erworben. Was heißt erworben? Auf legalem Wege bekommen. Also ist es wohl nur gerecht, wenn wir es uns aneignen. Oh, ein Brettschild. Das kriegt doch gleich mal Thorgrim, der führt nämlich eine Einhand-Axt. Und mit einem Schild kann er, glaube ich, was anfangen sogar. Wenn nicht, können wir es ihm sogar können wir es ihm beibringen, oder? Sonderfähigkeiten, defensiv. Ja, Schildkampf, sehr schön. Jetzt dürfte Thorgrim ein bisschen mehr aushalten dürfen. Pfeile sind immer gut. Gott, was wir hier getötet haben. Das ist ja unmenschlich. Und das nur, weil sie so rauflustig waren. Beziehungsweise so aggressiv. So, Pfeile, die können wir gleich mal Feieris geben. So. Ganze Gruppe versammeln und dann geht's weiter in den Schatz des Wirtes. Okay, keine Ahnung, was das jetzt hier für eine, was das hier für eine Questanzeige ist, aber wir wollen jetzt hier in den Innenhof weiter vordringen. Ach, und da oben hinter den Barrikaden sind auch gleich wieder Zöllner. Haben wir also doch noch nicht die ganze Belegschaft ausgeräuchert. Der kriegt einen Fulminictus von mir ab, da hinten. Ja. Thorgrim stürmt bald auf die drei los, die da ankommen und gibt dem ersten gleich einen Wortschlag. Fyris einen Doppelschuss auf den anderen Fernkämpfer da. Na? Oh, da hat Thorgrim schon eine Wunde einstecken müssen, was nicht gut ist. Erstmal sollten wir die Nahkämpfer hier loswerden. Kriegt der Zöllner einen Fulminictus und einen gezielten Schuss? Ah, ja. Ja. Thorgrim hat schon zwei Wunden, das ist auch weniger schön. Ah, und ich sterbe gleich. Kräfte der Natur. Ei. Okay, das war ungesund. Na? Würdest du den endlich mal umbringen? Jawohl, jetzt ist der wenigstens tot. Ah, ein bisschen Abstand nehmen zu den Fernkämpfern. Was? Wäre gesünder. Einmal Thorgrim. Ja. Thorgrim schlagt den mal nieder. Das wird jetzt hier ein etwas interessanterer Kampf. Am wenigsten ist der schon mal niedergeschlagen. Jetzt heile dich am besten mal selber. Was? Thorgrim läuft außen rum. Ich sollte ihn jetzt erst einmal zurückhalten. Was? Und Fyris die beiden Fernkämpfer loswerden lassen. Beziehungsweise Thorgrim kann die Barrikade einfach hier zerdeppern und von vorne reingehen. Aua. Sie geht mal aus dem Schussfeld, ja. Damit. Dieser feige Hund geht schon wieder. So, jetzt sind die beiden wenigstens bei einem Nahkampf gebunden. Es kommen zwar wieder welche da angelaufen, zwei Stück, aber mit denen dürfte Thorgrim ja einigermaßen fertig werden. Ja, es ist nur noch einer. Bei Angriff,
Nee, da ist nicht nur einer. Ja, das könnte jetzt knapp werden. Vorgrim, ein Einbeersaft. Trink gleich deinen letzten Einbeersaft. Sicher ist sicher. Und jetzt schlag den mal nieder. Das könnte knapp werden. Autsch. Mist. Und das war das Aus. Wie das Aus? Das geht doch nicht, Vorgrim. So kann die Geschichte nicht enden. Ich wollte nur mal sehen, ob du mir noch richtig zuhörst. Laden wir nochmal den Schnellspeicherstand. Das ist jetzt richtig doof gelaufen. Das war jetzt richtig knapp. Das war jetzt viel zu viel Risiko von mir. Na gut, versuchen wir das Ganze nochmal. Dieses Mal machen wir es etwas anders. Ah, jetzt müssen wir erstmal wieder hier plündern. Obwohl ich als Geode eigentlich nicht so aufs Plündern aus bin. Aber jedes bisschen Geld hilft uns und die Toten hier brauchen es eh nicht. Die waren eh alle böse. Beziehungsweise gegen uns. Und für den Schaden, den sie angerichtet haben, können sie auch gerade stehen, indem sie uns ihre letzten Heller geben. Außerdem klaut sich's danach eh der Totengräber. Und versäuft's wahrscheinlich. Und wir können's eh viel eher gebrauchen. So. Gleich wieder mal schnell speichern, damit ich nicht wieder alles einsammeln muss, falls wir noch mal hier sterben sollten um die Ecke. Jetzt gehen wir das Ganze anders an. So, jetzt machen wir erst einmal die Nahkämpfer hier kaputt. Was? Weiche! Okay, zwei Nahkämpfer gehen auf mich. Dann sollte ich gleich mal noch einen von Minictus sprechen. Vorgrim kann auf sein Ziel einen Wuchtschlag machen. Oh, da ist er schon tot. Also Vorgrims Wuchtschlag haut ganz schön rein. Den sollte er eigentlich öfter benutzen. Ich sollte mich mal heilen. Auch wenn das jetzt fast meine gesamte Ausdauer und AE gefressen hat. So. Jetzt können wir uns um die Bogenschützen da oben kümmern. Haha. Jetzt bin ich aus ihrer... Autsch. Ich dachte schon, ich wäre aus ihrer Reichweite. Weiche! Achtung! So, ein Fulminictus. Dieses Mal klappt es definitiv besser. Währenddessen kann Vorgrim, wir haben schon mal hier die Toten plündern. So. Ja? Ist nur noch den da loswerden. Ba-ia! Ich brauche dringend große Ausdauer. Null Schaden. Ist klar. Was? Also. Na? So. Muss ich den jetzt wirklich noch mit einem Fulminictus töten? Ah, sei es drum. So. Jetzt gehe ich etwas bedachter vor, öfter mal Quicksave machen. Und mich vor allem aus der Reichweite der Bogenschützen raushalten. Dieser feige Hund flieht schon wieder.
Ja, der flieht wirklich schon wieder. Jetzt erstmal die beiden Nahkämpfer hier. Angriff! Einen schon mal umhauen. Und der andere, der mich anzugreifen scheint. Nein, Sumos Leib probiere ich jetzt mal nicht aus. Ich probiere einfach einen Fulminictus. Ja. Und Fyris auf denselben ein Doppelschuss. So. Aua. Diese Speerkämpfer sind ziemlich gut darin, Wunden zu verteilen. Worgrim niederschlagen und dann einen Wuchtschlag noch hinterher. Das dürfte dann für den da reichen. So viel zum Niederwerfen. Was? So. Jetzt behandle ich gleich mal schnell meine Wunde, bevor sie mir zum Verhängnis wird. So. Ah, diesmal sind es 3 Schützen. Da oben kann ich nicht lang gehen. So, gleich mal alles aufsammeln. Und dann geht's auch schon los. Fyris und ich auf einen konzentrieren. Nein, Fyris nicht aggressiv, sondern Fyris einfach mal vorrennen. Barrikaden zerschlagen. So, einen reingezielten Schuss auf den dürfte von mir reichen. Was? So, damit ist der erste schon mal tot. Bei Angriffsspart! So, fehlt nur noch einer. Jetzt sollte ich mal gucken, dass ich langsam meine AE etwas regeneriere. Ich glaube, jetzt kommt dann ein etwas schwierigerer Kampf. Gleich. Jetzt kommt erstmal noch eine ganze Prügeltruppe. Na? Angriff! Den umwerfen, dann, nee, erst umwerfen, dann einen Wuchtschlag. Der kriegt einen Doppelschuss ab. Und ich habe keine Munition mehr. Bolzen habe ich noch 100 Stück. Die Pfeile können zu Fyris schnell rüber. Der Einbeersaft zu Fyris, den brauche ich nicht. Eigentlich. Ja, Sanyasa. Ich will mir jetzt die AE aufsparen mal. So, dann kannst du den auch gleich umschmeißen. Oder ihm einen Wuchtschlag verpassen, dass er weg ist. Dem noch einen gezielten Schuss reinjagen. Na, langsam fängt sich meine AE wieder. Was? Fyris kann vom Fyris eine Heilung kriegen. So. Das war's dann mit denen. Nochmal speichern, weil hier oben sind. Ja, verschwinde.